Ja, guten Morgen, Ola. Ja, ich freue mich von einer Seite, dass ich hier in Dünemad sein darf. Ob es für mich mehr alles oder so mehr ganz alles fremde Menschen sind, von denen sich ein bisschen so abgeregt. Ja, ich darf einmal ein klein bisschen mein Zeugnis vertellen, weil ich wieder zum Glauben gekommen bin. Wenn ich mir die ganze Geschichte vertellen, dann würde ich vielleicht gerne hier eine ganze Stunde oder noch länger von dort reden. Aber kurz einmal, ich sehe in Manitoba abgewachsen, von dort sehr wieder mal in Warayos getragen. Dort die Kolonie habe ich dann gewohnt, bis 8 Jahre. Und irgendwo, da ich dort so viel Trubels wären, habe ich angefangen zu sehen und habe mir dann auch eine Schrift zu sehen, wo das wirklich die Wahrheit ist, ich fand mich da irgendwo nicht mehr traurig. Und der ich dort der ich Botschaften habe und so, irgendwo nach mit einem dann, habe ich auch so viel Erkenntnis in der Bibel, dass ich wusste, du hast mein Leben, dass ich nicht mehr da rechne. Und dann wurde dann angelohnt, auch zu der Evangelisation, du in Cuatro Cañadas, mal als Andreas Lampe, du dann die Evangelisation hast. Und du hier ich das Evangelium damals so klar und so deutlich, und du kannst mich dann auch bekehren. Und dann, über dem, sind wir dann auch durch noch Cerro Grande getragen. Und ja, und dann wieder mal im November 2020, war du wieder du dann eine Prediger wohl. Traf an, so dann als Prediger, du als leitender Prediger, und dann im Januar. Und 22, saß hier im Januar 22, wie dann die Ansehnung war, wieder dann als Ältester angesehen. Und seitdem wohnen wir noch, wir sind froh, glücklich, haben wir auch eine Gemeinde, das ist vielleicht nicht ganz so groß, das ist nicht ganz so eine große Versammlung als hier. Aber ja, wir sind auch mutig, proben den Herrn zu dienen. Und ich dachte einmal, wenn wir gut bekehrt sind, wo mutig wir dann immer sind. Und irgendwo nahe, dann fängt der Mut an, so Sachen ist nur zu tun. Weil das, als ich gut zum Glauben gekommen bin, dann freut mich, wenn Menschen am Haft kommen, wenn sie wieder dann all bei einer Bibelstunde gehört haben, bei einem so, wenn sie dann jeden Stand bin, als ich schon glauben bin, dann freut mich immer, dass sie dann wieder kommen. Dann kann ich mein Zeugnis mitteilen, dann kann ich einfach in den Wort Gottes Wort wiedergeben. Und wir haben eine Sünde frei. Dann möchte ich alle Menschen dort vertrauen. Und irgendwo nach hat einmal angefangen, das auch zu lernen. Ich weiß nicht, ob es Kind dort so geht, aber mir hilft es so gut. Und ich denke, das ist besonders so wichtig, dass wir nicht nur geben, dass wir nicht abgeben, in unseren Dienst von Jesus zu zeugen. Und mir hat einen Text zu lesen, in Hebräer Kapitel 12, von Vers 12 bis 17. Und dann du wirst die Gedanken dann rücknehmen. In Hebräer Kapitel 12, von Vers 12, der ich 17. Du sagst das so: Merk also jene Mäude hängen in flodderige Knäuen, war er stark. Merk sich das Schred mit jene Feut, dort keiner aus ein Luma Hand staubert, ob er Läufer gesund wird. Dort alles wird die kennen, mit allen Menschen im Frieden zu leben, und streft nur der Heiljung, woranen keiner den Herrn sein wird. Und seid du nur, dort keiner Gott seine Genut versiemen macht. Lut keine bessere Werke abwosen und Trübel anrichten, wo der Fehler verarrenigt worden. Seid du nur, dass keiner zu voll oder gottlos wird, so ist also, dass sie ihr Geburtsreich für eine Multitude verkauft. Nur Herr aber, so aus Geweihten, aus heute den Seen oben will, ward er aufgewiesen, hat von keinen Weg sein Leben zu ändern, wann er auch unter Thronen nur dem Seen sagt. Was so wird einmal unter den Tags. Das sagt du so, aber nur doch, wenn wir gut im Glauben sind, dann haben wir Sünde frei, dann machen wir alle Menschen dort sein. Und wenn wir morgen, dann morgen, dass wir auch kurz einer zum Glauben gekommen, mit dem müsst ihr einer unbedingt fahren, was ihr spazieren. Dem müsst ihr in der Motor sprechen. Dann so, aber dann irgendwann neuer, dann mit einmal, da wird einer dort so gewarnt, dann fängt dort an nur zu lohnen. Und hier sagt dann so, in diesem 12. Fall sagt er, merk also jene Mäude hängen. Und Florida, die Knäuen, war er stark. Also, was mich hier wichtig, wie er abfällt,
dass wir nicht meid waren auch mit Menschen. Vielen habe ich schwache Menschen in ihr Angst, die zum Glauben gekommen sind und die möchten wir dann einzig mal haben. Die sind irgendwo vielleicht nicht so hostig auf den Beinen, dass die so busig werden, weil ich komme, dass die so busig wussten als einer oder der andere. Und dann braucht das, dass wir die Union stärken. Dann braucht das, dass wir als Gläubige die Haupten tun, dass wir auch kein Pferdeweich kommen. Nur deswegen, wo wir mautlos, uns fangen vielleicht irgendwo andere Taler an zu interessieren, und wir sind daher einmal so, wird das sehr, sehr wichtig, dass wir über das nur dachten. Also ich habe das Thema einfach so genannt, Haupt in den Nächsten mit einer rechten Nachfolge, mit einer abrechten Nachfolge. Also das ist ganz besonders sehr wichtig. Dass wir ein erreichtes Vorbild auch sein für unsere Nächsten. Dass wir nicht nur geben in unseren Glauben oder dass wir schwach waren und einmal müde waren. Ich sage dann so, wir sollen unsere Müde hängen. Wenn wir nicht müde geworden sind, vielleicht das Wort Gottes wiederzugeben. Wir sind uns das vielleicht ja, auch nicht mal ganz so wichtig, dann sollen wir mal einmal abchecken, mal einmal nur denken, dass wir nicht ganz raufgelaufen haben, dass wir nicht auch sind ganz schwach geworden. Und dann war er proben, an den nächsten Mathe haben. Die, die stark im Glauben sind, die können die Sünde, wo die schwach im Glauben sind, ein sehr gutes Vorbild sein. Hier sage ich dann so, in den 13. Vers, merke sich, dass ich rede mit jenen Feind, dass keiner aus einem Lumen handstaubert, ob er Leuwer gesund wird. Wenn du und ich zum Glauben gekommen sind, dass wir Jesus Christus seine Nachfolger sind, dann können wir ein sehr gutes Vorbild sein. Hierab, wir haben ein sehr gutes Vorbild in den Stärken. Aus heu ist in seiner schwere Situation wir, dann schauen in Eulifas, wo am dann trösten will und der am dann auch krank sein, wo er einmal gedun hat. Hier ab Kapitel 5 von Vers 1-5, du sagst dort, dann sieht Eulifas von Theman, wo steht die hohen Tänen, wann einer Worte die sagt, wo soll einer hier still bleiben? Ich weiß, dass du viele hast Rute gegeben, und hast du, der schwach wären, stark gemerkt. Du hast könnt, der wird sich verstorben, Mutter sprechen. Du hast dir angeknackte Knie in die Haupen, gelegte Stuhl. Aber nun, dort die dort traf, wolltest du nicht mehr. Und verfierst die nun, dort er bat die erst. Das Eulifas, der will diesen Hiob hier Mutter sprechen. Dann sagt er, woher einmal aus dem Goldet Verbildchen was, woher der Arme, die Krebels, die du schwach gewesen sind, einmal haft gehalten. Wenn die sind flottrig gewesen, wenn die ganz schwache Knie in die Haut haben, so ich sage, dass die meist kaputt gegangen, dann haft hier ab, die einmal könnt halten. Aber nun sage ich das, nun ist es bei dir, nun kostet die nicht, nun verfehlst du die, dort nur bei dir erst. Und kriegt das selbst gesehen, die Menschen auch zu Jesus. Andere haben hier halten, und sich selbst können nicht halten. Wie brauchen dort auch färben, wenn wir einmal irgendwo gefallen sind, oder schwach geworden sind, eine Versicherung, dann brücken wir auch wem, der uns vielleicht noch mal was erhalten wird. Deswegen ist mir dazu besonders wichtig, dass wir, die wir wirklich im Glauben sind, dass wir andere Menschen helfen dürfen. Dass wir die Proben auf den Beinen zu kriegen, dass die auch an uns ein gutes Vorbild sein. In Sprüche Kapitel 5, Vers 26 und 27, da habe ich auch ein paar interessante Versen, da sage ich dort, pass ab, wo du jetzt, dann wirst du in all deine Wege sicher gehen. Geh nicht reich und nicht längs vom rechten Weg herauf. Bleib von allen Bösen weich. Hier sagt es, der Schreiber, der das geschrieben hat, sagt, pass ab, wo du jetzt. Mir ist das wichtig, dass wir abpassen, wo du merkst, wie verschreit, wo du wie, dass andere und andere ein Vorbild sein. Also wir müssen abpassen, dass wir nicht ein Dönchen weich merken. Das ist wie eine Anleitung, okay, das ist Abraham. Heute dort im kleinen Raum reden. Naja, was können wir nicht sein? Haben einen Fehler gemerkt. Haben das nicht sollt. Und wenn wir dort auch da weich tun, wir merken im kleinen einen Fehler. Wir merken, wir gehen einmal, ja, vielleicht mit einer Schacherie, da wurde auch einmal der Konzern, wir tun irgendwo, wo nicht ganz abrechtig ist. Wo sollen die Menschen, die auch schwach im Glauben sind, oder vielleicht kurz zum Glauben gekommen, oder so eine, die uns auch beobachtet haben, wo die auch gehen wollen, weil zum Glauben kommen, wenn die Sohn von uns sein, wo wir scheu gehen, wo wir nicht ganz wirklich nur die Wahrheit gehen, dann
Dann ist dort sehr wichtig, und dort wird noch ein Tag auch von uns gefordert worden. Mir wird dort wichtig, dass wir ein Missionar, ein Lohn gefahren, dass wir auch viele Missionare in Hand gefahren, aber nicht wirklich das Evangelium wiederzubringen, wie für ihnen zu werden. Mir fährt das ein Pastor, der auch hat, ein Missionar, wo immer das dann ist, und dann fährt er von einer Stadt mit einem Mikro mit nur der andere. Das Mikrofahrer, der will dann proben, ob das ein Trio was sein. Und dann darf er den dort Geld, und dann darf der Basfahrer um 50 Cent bewusst mehr drei dort wechseln. Der dort um den zu testen. Und das Missionar besitze ich dort. Dann denkt er so, das ist 50 Cent, der wird sich dafür verfuten haben, lohnt sich vielleicht nicht, den Trade zu geben. Aber er grabbelte immer nur in der ersten Mond an, half nicht rüh, und der Boss dann in Stall hält, geht dann fair, und dann sagt er zu dem Bossfahrer, hier hast du den Wechsel, du hast mir 50 Cent zu viel Trade gegeben. Ja, sagt er, das ist ich bewusst, hier sind uns so viele Missionaren hier im Land angekommen, noch sind es immer alles korrupt, was du warst. Und dann geht das Missionar ins hier wieder, und dann hielt er, und dann sagt er, meist Krieg habe ich meinen Jesus für 50 Cent verkauft. Wenn das Basfahrer wurde niemals geglaubt haben, wenn er das Evangelium wurde gepredigt haben, wenn er nicht ganz treu war. Und wo wichtig, wo fährt es in uns Leben so, dort wie ein kleines Baske, aber das ist nicht so nahe, gerne wollt ihr das vielleicht nicht an. Und ich glaube aber, das ist sehr, sehr wichtig, dort wie alles ganz treu und abrechtig tun. Dann wird er an uns ein gutes Vorbild sein. Ich lese ein Zitat, was auch zu diesem Fall posten wird. Dort ist ein Williams, was das geschrieben hat, der sagt, alle die, ganz dem Herrn folgen, merken den Weg von Glauben für die schwachen Brüder. Die Jan, die Opa, die nicht ganz folgen, merken den Stich für die Feucht von den anderen ordentlich und bringen du dich jässliche Krebels für den Tag. Und ich glaube, dort ist dort. Wenn wir in Abbrechen war ich gut und sichere Schritte machen, so ist uns das hier sagt, mit unserer Freude, treu sind in unserem Leben, dort merkt den war ich Glück für die Brüder, die du schwach sind im Glauben. Nur das, du musst wie immer nur denken, und wir müssen abpassen, was wir tun. Ich hoffe, die haben nicht Trouble mit, aber der Herr hat mit dem Thema, was ist dir am Hort gleich, und du gehst weg dort so wieder. Dann sage ich das hier wieder, die glücklich ist, wer weiß, woher den Mensch mit dem Mordeknäuen, war er kann, mit wir, war er abrechten. Also, da braucht dort, wer sein, und dann sollen, wo wir uns im nächsten Jahr mit wir trösten, das wird auch hier absagen. Jesaja 50, Vers Feuer. Du sagst uns dort, Gott, der Herr, jaff mir an, wort ich sein soll, so dort doi, der moi sind, die hoppen sind. Heu wirk mi alle Morgen ab, spätz mi dort Uhr, in ich harch, in einer Beam, so aus einer Beam unjährig. Also hier sehen wir dort von Jesaja, der Herr, das ist Gott, der gibt mir dort an, wo ich meine nächsten Motor sprechen kann, wo ich meine nächsten Worte abbrechen kann, oder wo ich den halten kann. Dann sage ich dort, in jeder Samarius wirkt der Herr mich ab, und dann merkt er mir dort Uhr ab, und dann darf ich zu horchen. Und ich glaube, gerade dort ist das auch, wenn wir dort Wort Gottes nicht hängen, uns immer wieder unsere Nahrung von dem Wort Gottes holen, dann schauen wir, ob wir dort unsere nächsten die meine Knäuel waren abrechnen oder die Flotte hier hängen, wo du schwach geworden sind, Motor sprechen. Noch wieder, glücklich ist, wer die Ermahnung kann annehmen. Nicht alle Menschen, die du meine geworden sind, sind reut, wenn einer die Motor spricht, dort die reut sind, dort auch unternehmen. Viele, oder ja, meine Menschen, die sind einfach so, die fangen an zu beschuldigen
immer das nicht unterfallen. Ich glaube nicht, dass dann Gott ist, dass einer einsehen tut, wenn er selbst nicht will, sich halten lassen, dass einer einsehen tut, bloß ganz dünn sein, wenn einer das sowieso nicht halten kann, wenn sie bloß beschuldigen. Aber wie sind danach schuldig, als Gläubige, danach Antwort für den schwarzen Bruder zu tun, für den zu beten, in dem vielleicht mit dem Motor zu sprechen, als er das dann annimmt oder nicht, ist seine Entscheidung. Noch gelegentlicher als drei Jahre, ja, die seinen Glauben ganz ab das Ziel ausgereicht haben und stark ist, sodass er keinen Grund fängt, sich an den Herrn zu steuern, wenn die Sächtigung dann auch schwer ist. Also, wenn wir ein Ziel ganz abrechtlich auf den Herrn gezielt haben und stark im Glauben sind, dann fängen wir keinen Grund, den Herrn zu beschuldigen. Aber wir steuern uns nicht an den Herrn, wenn wir treu gewesen waren. Also, wie wir stark waren, und dort hauptsächlich, wenn wir unsere schwachen Brüder oder Schwestern Motor sprechen und verändert durch sind. Dann sagt er hier wieder in diesem 14. Vers, sagt er, dort alles, was die kennen, mit allen Menschen in Frieden zu leben, und streft nur die Heiligung, wo einen China den Herrn sein wird. Also, ich glaube nicht, dass es möglich ist, aber ich sage, wann es möglich ist, dann sollen wir mit allen Menschen in Frieden leben. Wenn wir das Evangelium und die Anleitung wiedergeben, dann können wir nicht mehr einfach in Frieden sein. Die verfolgen uns. Aber wenn es möglich ist, dann sollen wir in Frieden leben. Und ich glaube, durch das ist es auch so wichtig, dass wir ein gutes Vorbild sind, auch du. Was mir hier wichtig wird in diesem Fall, das sage ich, wir sollen streben nur der Heiligung, wo einen China den Herrn sein wird. So, wenn wir nicht wollen, nur diese Heiligung streben, wo wir nicht säulig wollen. Wir wollen nicht den Herrn sein. Einmal glaube ich, das sind drei Ports von dieser Heiligung. Aus Gläubigen, was wir im Neuen Testament fangen. Und der eine ist, wo wir nur streben sollen. Die erste ist, der Wort ans Tadeul aus Gläubigen, wo wir uns für den Herrn handgeben. Sag ich dann in 1. Korinther Kapitel 6, Vers auf, da sage ich dort, und so sind einige von ihnen gewas, aber nun sind die rein gewaschen. Die sind geheiligt, die sind gereicht geworden, durch den Numen von unserem Herrn Jesus Christus und durch den Jes von unserem Gott. Also du, wo wir uns den Herrn Hand gegeben haben, du hast uns geheiligt. Und dann gibt es aber auch noch die praktische Heiligung, zeigt uns in 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 3, da sage ich dort, Gott will, Gott sein Willen als das, dort die heilig leben, dort die Jünger von alle Hörerie freihauen. Jeder Mond soll lehren, sich selbst zu kontrollieren und soll versägen mit reinen Gedanken und mit Respekt seine Früchte gewähren. Das ist eine praktische Heiligung. Du musst wie nur streben. Du musst wie nur sein, nur diese Heiligung, dort wie du immer wahrer in unserem Leben, wo wir fangen uns, wo du nicht gut ist, du musst wie uns ändern. Dann sage ich das in 1. Petrus 15, 1. Petrus Kapitel 1, Vers 15. Und sagst hier, und du sagst dort, aber so aus der heilig ist, der Gott abgenommen hat, soll die auch in all jene Wege heilig sein. Wird so steht geschrieben, ich sie heilig, und du wegen soll die heilig sein. Also das ist die praktische Heiligung, wo wir nur streben machen, wo wir nur handarbeiten machen, das kommt nicht so von selbst. Und deswegen ist das wichtig. Dann ist die dritte Heiligung, dort ist die vollkommene, wo du vollkommen ist, in diesen Worten jeder Gläubigen zu doll worden, wenn er ist Wort im Himmel umkommt. Du sei wie frei von Sünden, du sei wie frei von Krankheiten, du sei wie absolutamente heilig. Das sage ich uns in Hebräer Kapitel 2, Vers 11. Der ich trat hier.
Jesus, der du heilig hast, und die Menschen, die geheiligt wurden, stammen bald vom selben Futter. Du wehen schämt Jesus sich auch nicht, an Brüder zu nennen. Und er sagt, ich will meine Brüder mit ihnen nun bekannt machen, und Mädchen in die Gemeinde, die singen und loben. Wieder sagt er, ich will mein Vertrauen auf die Saat. Und wieder, hier sie ich in die Kinder, die Gott mir geschenkt hat. Das ist die vollkommene Heiligung, wird uns was zu doll worden, weil wir Jesus schon begegnen. Also wir haben gesagt, die eine Heiligung, das ist das, wo wir nur streben wollen. Das ist, wenn wir in Sinn gefallen sind, damit wir uns frisch heiligen lassen. Damit wir uns frisch da proben, die Sachen trachtestellen. Aus Gläubige den nächsten einmal im Vorbild zu sein. Dann sage ich dir in 15 im Vers, seid du nur, dass keiner Gott seine Gnade versiemen macht, lud keine bessere Wagel abwosen und Trübel anrichten, wo der viele verarrenigt worden. Ich glaube, manchmal liegt das an uns geruht, wenn wir uns vielleicht nicht so genug an unseren Nächsten gekämmert haben. Das ist vielleicht schwach geworden im Glauben, hat vielleicht wohl eine schwere Lehre der gemerkt. Wir haben uns eigentlich nicht an uns gekämmert. Oder an er, wie immer das dann ist. Dann ist es so wichtig, dass wir du nur sein, dass keiner Gott seine Gnade versiegen wird. Ich glaube, auch besonders, und lebt die Menschen rum uns an viele, die uns beobachten und die unser Leben bekicken tun, ist das auch du wichtig, dass wir du nur sein, dass die nicht wollen, Gott sie nicht genug für sie. Und dann auch nicht eine bessere Wagel abwussen lassen. Wo viele Menschen leben unter einer Bitternis, die leben unter einem verkommenden Leben, so ich sage, und fangen sich nicht mal traurig. Dort ist Fern als dort der Sonne gekommen, dort die Bekannten, dort sie sind Christen geworden. Und leben in der Gemeinde mit, merken mit, und haben aber nicht wirklich ein hell getrennt Leben. Und deswegen ist es ganz besonders wichtig, dass du keine bessere Wirkung abwusen kannst und Trübel anrichten. Wenn es eine Bitterkeit, dort ist eine überschlungende Krankheit, so ich sage, eine unsteigende Krankheit, die du wieder jetzt aus bloß. Wenn einer verbessert ist und er kommt heran und er verteilt seine ganze Bitterkeit über den nächsten Fleisch, wo er sich verurteilt hat, da fängt einer bald uns zu denken, dass er König zu sein. Und der Mensch, der stellt sich einfach uns an und merkt sich an sich, dass unser Vorrecht, dass der Mensch das ist. Und deswegen ist es ganz besonders wichtig, dass wir nur sein, dass du nicht was. So eine bessere Wirkung abwussen und ja uns, vielleicht einer von unseren Brüdern oder ja, einer von unseren Mitmenschen. Und dort können viele Troubles anrichten und viele werden durch verarrenigt. Wenn die fangen sich unter euren, ich vertraue, steht ein Bruder, hat sich von einem Leuten vielleicht irgendwo vertraut, wo er verbessert wird. Und er hat sich ganz anfangen so anzustellen, über den Menschen, wie wirklich sind. Leute, wir haben selbst mit der Person, die taubt war, und haben mit der Einstellung, dass wir wirklich so ein Mensch sind. Und dann haben wir doch müssen antworten, dass wir doch lange nicht so. Jana hat bloß seine Bitternis, wie der Jesaja, was er sich abgebildet hat, jenen Nächsten. Und du sagst uns dort hier, der uns hier wohnt, und sagt er, Leute, keine bessere Wagel abwussen und Trübel anrichten. Würde euch viele waren dann verarrenigt worden. Also du sollst wie auch Säuser abhusten, dass wir dort nicht tun. Wir sollen nicht bloß Müllchristen sein und so reden, aus, ja, wir sind zum Glauben gekommen und alle wegen vielleicht schön mitreden und doch Heuchler sein. Das soll nicht so sein. Dann sage ich dir wieder auch, seid du nur, dass keiner auffällt oder gottlos wird, so ist also. Der sein Erstgeburtsreich für eine Multit verkauft. Ich dachte aber nur, es ist also, auf sein Erstgeburtsreich vielleicht ohne Bedacht, hat er vielleicht nicht mehr so viel über gedacht, dass er sein Erstgeburtsreich verkauft. Nur hier wird ihm dort auch bitterlich so erläutert, dass er den Sehen sagt, und dann funkt er den nicht drehen. Wo viele Mal
so wie vielleicht auch irgendwo gelegaltig war, und haben uns Port, wo wir würden haben können, was Gott dann für unsere Nächsten vielleicht versiemt. Und der ich dort, dort uns zu sehen, der ich dort wahrgenommen habe. Viele Menschen leben in Schwierigkeiten, wenn sie nicht sagen, so nicht abgepostet haben. Judas Kapitel 1, Vers 16. Siebten, achten, du sagst dort, aber je, liebe Freund, denk daran, was dem Herrn Jesus Christus in Aposteln vorhergesagt haben, sei sehen dünnt, dort in der letzten Zeit später kommen würden, der so leben würden, aus ihrer eine gottlose Last antrieben würde. Judas sagt dort hier all, dort den Herrn Jesus in Apostel, der hat all vorhergesagt, dort die Söhne sein würden. Ich sehe dir dort, wie nicht so, so leben, aus wann wir bis Milchresten sind, oder der ich dort vielleicht den Weich von den Glauben so anlegt mir für die schwache Brüder. Und hier sagt er uns dort, ihr seht all dort in der letzten Zeit, die würden später kommen, die würden einfach bis zu leben, als ihr dort jankern würdet. Alles ist nicht mal so wichtig, wenn da irgendwo wird geredet wird, das ist nicht mal so wichtig. Und hier sagt er uns dort, das sind später. Die leben einfach so, als ihre gottlose Last antrieben wird. Und dann sagt er, dort sind Menschen, der Spülungen für ihr sehr. Fleischliche Sonnen sind und nicht den Jes Gott, nicht den Jes vom Gott haben. Wenn wir schwache Brüder unter uns haben, so wie uns Gläubige schuldig, der in Gott verbildet sind, dort zu halten, so, dort die Wahrheit auch kein gehalten worden, dort die kein Verweich gehen, wer wir denn nicht verachten, wir werden denn nicht irgendwo proben, duld heran, so ist dort so viele Mal unser Anzug wort. Ich hoffe, dort hier beginnt nicht so aus. Aber ich wollte dort, dort ab viele Städten so aus. Und ja, einmal war er, hielt einer dort und belebt dort auch. Und du bist mir dort wichtig. Was können wir da nun an den Nächsten halten? Wo nehmen wir diese Qual her? Was können wir dort, dort an den Nächsten dort Motto sprechen? Wo kriegen wir dort dann nun alle her? Ich sehe dort, ihr schon dort wichtig wir mit der Bibel. Wenn wir Samaris abwerten, uns dort erste die Uhren luten, aufmerken von Gott und zuhören, wenn Gott uns was sein will. Dutto braucht dort, dort wie Leben die Ströme von uns wiedergeben. Das sagt uns in Johannes, Kapitel 7, Vers 38. Wer an mich geläuft, so aus der Schrift sagt, mit dem sie im Banner steht, worin Leben die Wutterströme ran. Also, du erst dort, wenn wir diese Qual in uns haben, so glauben uns, was der Schrift sein wird, und sagt er, da war von uns Banner steht, du wirst Leben die Wutterströme ran. Und ich glaube, wenn wir uns mit der Bibel aufgeben, mit Gott immer war er in der Gemeinschaft sein und zuhören, was Gott uns zu sein hat, dann können wir mit den Salzchen Trost unseren Nächsten auch trösten, wir können den Motor sprechen, der Flotte hier hängen, der schwache Knäuel, war er Motor sprechen, dass er auch kann, war er jäßlich, wosen und ja, auch fährweich gehen. Manchmal ist es so, wenn du ein Schwacher im Glauben hast und du kannst meist nicht fährweich, dann fängt einer der andere, der fängt an, über zu reden und der sagt, ja, der soll sich vielleicht mal frisch abmerken, der soll sich vielleicht mal bekehren. Aber ich glaube, manchmal liegt das Krieg an uns, dass wir uns nicht Zeit nehmen für den. Du wirst es mir dort wichtig, dass du hier sagst, wir sollen sicherlich reden merken, mit unserer Freude, dass China wird aus dem Luma, Handstaubern, leider gesund worden. Du wirst, weil wir einfach Mut fühlen, frisch, von ganz von nie in Umfang, unsere Mäude hängen, wenn die Mäude geworden sind, nicht mehr das Wort zu wiedergeben, oder den anderen Promoter sprechen. Da werden wir unsere Mäude hängen und flotter geknallen, weil wir stark merken und haben gehen, unseren nächsten Motor zu sprechen. Vielleicht auch andere Menschen gehen und Evangelium mitteilen. Dort ist der rechte Medizin, was wir brauchen, um im Glauben zu wissen und stark zu werden. Nach einmal Kart, der Topfoten, wir sagen, unsere Mäude hängen und flotter geknallen, stark merken.
Dort braucht dort, dort wie stark sind im Glauben, dort braucht dort, dort wie den Nächsten zu der Mutter sprechen kann. Wir sollen sicherlich reden mehr, weil wir klaren Streit merken, was die Wahrheit ist, da wollen andere, die dort auch einen glücklichen Weg fangen, auch zu dieser Heiligung. Wenn es möglich ist, dann sollen wir mit allen Menschen im Frieden leben, du nur streben, nur diese Heiligung. Und wenn wir nicht wollen, diese Heiligung gestrebt haben, dann sage ich dir, da wird keiner den Herrn sein. Also wir brücken diese Heiligung. Und wie sollen du nur sein, dass keiner Gott seine Genut für sie wird und dass keine bessere Werke in uns abwussen und Trübel unreichen wird, wo der viele waren verarrenigt worden. Und das Nächste, was ich hier sage, wir sollen auch du nur sein, dass keiner wird zu voll kommen, er auffällt und gottlos wird so aus also, der sein Erstgeburtsreich verkauft für eine Multit. Also mir ist es einmal so wichtig, dass wir nicht gottlos werden und dass wir nicht so leben, aus unserer eigenen Last uns trieben, sondern so, aus was Gott dort will haben. Ich wünsche uns wieder Gottes Segen an und wir nur denken, ob er sehen wird. Wenn Posten ist, war noch einmal Abstund und Gebet. Herr Jesus Christus, danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir auch, dass du auf diese Erde gekommen bist und uns erlöst hast, uns würdig geachtet hast, dass wir dürfen deine Kinder sein. Herr, wir haben hier in dein Wort gelesen. Wir haben dadurch gesehen, dass wir unsere Mäude hängen und in Flotte geknallt sind, weil wir stark merken. Und wir haben dadurch gesehen, dass wir sollen unsere guten Mutter sprechen. Herr, ich bete, dass du uns was halten, dass wir auch wollen, beim Nudenken über dein Wort, uns in jeder einer sich selbst zu sein kriegen und vielleicht sind wir alle neu geworden, hofft, dass wir waren stark waren und dass wir die schwache Brüder und Sestern waren, in guten Vergang merken, in guten Beispiel sein, wodurch soll ich kein Ehrenwahl gelegen mehr. Herr Jesus, ich befehle diese Gemeinde auch wieder die an und musst du dich segnen. Amen.